Meine Damen und Herren, heute am Superfreitag hier Bergmannstraßenfest. Super Discount Travestie für 0 Euro, das kann nur Mist sein. Eben gerade haben Sie richtig schlimmes Lied gut gehört, aber ich glaube, wir werden es auf Ibiza und am Ballermann jetzt bald auch schon wieder hören. Und verschiedene Carmen Geis Varianten werden dort auftreten. Oh, wir sind ja zusammen dran. Meine Damen und Herren, die nächste Künstlerin ist nicht mehr bei uns. Also ist Madonna schon gegangen? Nein, es war natürlich Whitney Houston. Stark bekannt. Das letzte, was sie gesagt hat, war zu ihrer Badewannenfrau. Hallo, ich bin hier. Das hat sie dadurch dargestellt, dass sie die Vase gemacht hat. Wir zeigen das mal kurz im Publikum, die Vase. Und Whitney Houston hat gesagt, oh mein Gott, die Badewanne ist nicht voll genug. Und hat die Urne gemacht, um ihre Empörung zu zeigen. Dann hat sie nach einer kleinen weißen Tablette verlangt und hat den einfachen Colliergriff gemacht. Und als die Tablette nicht schnell genug kam, hat sie den doppelten Colliergriff gemacht. Dann bekam sie leichte Kopfschmerzen und machte den einfachen Diademgriff. Dann bekam sie stärkere Kopfschmerzen, machte den doppelten Diademgriff. Und dann zeigte sie sich und der Welt, in was sie jetzt hineinsinkt, nämlich in die Wanne und machte die Teekanne. Und sie hat das in einem Lied gefühlt 1993 bereits alles vorhergesehen. Und unter anderem deshalb lieben wir Whitney Houston. Eine von uns kann die Choreografie gar nicht. Raten Sie mal, wer? Sie werden unangenehm überrascht sein. Ausschalten muss man bei 2,55. Man kann nett ausblenden, aber wir sagen auch hier, promenade dich. Sie sind ja Kinder. We'll be right back.
super Freitag. Whitney Houston ist, glaube ich, wann war es, vor 2 Jahren in der O2 World aufgetreten. Das Konzert war nicht mal für eingefleischte, dickliche, aufgequollene ältere Fans, wie Margarete es ist zum Beispiel, zu ertragen. Aber leider ist sie viel zu früh von uns gegangen. Aber sie lebt weiter in uns. Ob ihr das gefallen hätte, weiß man auch nicht genau. Ist uns egal, die GEMA zockt uns sowieso überhaupt.